So, moin moin, herzlich willkommen zu einer ultra wichtigen Folge. Und zwar geht's heute in der Folge um, wo fahre ich eigentlich hin? Ja, es gibt gewisse Positionen, die dir absoluten Vorteil bieten. Und es gibt zwei Optionen, wie man herausfindet, wohin man fahren sollte. Option 1 ist, du kennst jede Map, jeden Schusskanal, jede Top-Position, jede Sidescraping, Hold-Down-Position, wie sie alle heißen, auswendig. Und um die Option geht es heute nicht. Es geht heute um die Option, wie wir mit einem Medium eigentlich fast immer richtig fahren. Und zwar, wir leiten alle Daten von der Minimap ab und die habe ich euch heute extra groß gemacht, deswegen ist meine Kamera auch unten in der Ecke. Und anhand der Minimap möchte ich euch heute zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie man seine Funktion als Medium wirklich richtig nutzen kann und wie man dadurch auch die Fahrwege richtig einschätzt. Es gibt Folgendes zu sagen. Die Minimap ist ein Freund von dir, ein sehr guter sogar, und es ist die Zentrale für alle Daten, die du innerhalb erheben kannst von Millisekunden. Das heißt, du machst einen Blick drauf und du hast sofort manchmal alle 14 Panzer und weißt alle 14 Positionen. Ohne dass du irgendwie da rundum herumschauen musst, kannst du also durch die Minimap sehr, sehr schnell alles komplett richtig machen. Und ich kann dir Folgendes sagen, sehr gute Spieler, die verwenden die Minimap sehr, sehr oft. Jetzt ist gerade ein Abonnent dazugekommen. Auch schön. Das war jetzt einfach rein Zufall. Gut, ich mache euch die Minimap extra groß. Ich habe da ein bisschen rumgetrickst. Das liegt ein paar Programme im Hintergrund genutzt, damit ihr sie so groß sehen könnt. Und ja, man könnte sich denken, sie sei ein bisschen groß, aber wir achten uns heute auf die Minimap. Anhand dieser Karte leite ich alle Fahrwege ab. Als Medium mache ich das wie folgt. Zu Beginn erledige ich die Aufgabe für mein Team und versuche zu spotten, Gegner aufzuklären. Dazu werden sich Positionen herauskristallisieren. Du musst einfach ein bisschen fahren, dann wirst du schon merken, wo fahre ich hin, sodass ich wirklich Gegner spotten kann. Hier haben wir zum Beispiel einen T1 Heavy schon gespottet, das ist gut, ich bin selber noch nicht auf. Und du merkst jetzt vielleicht auch, dass zwei Leute in die Medium-Flanke fahren und der Rest Richtung Heavy-Gasse. Jetzt kann ich, das Einzige, was ich tue, ist permanent mein Team supporten. Also ich merke, dass zum Beispiel hier der Spike vor zwei Mediums sitzt. Der Gegner hat erst zwei Panzer aufgeklärt. Ich versuche dem Spike zu helfen. Zusammen hier mit dem Sherman, der rankommt. Da haben wir sie. Und wir machen nichts anderes, außer helfen, helfen, helfen. Und das ist die sogenannte Lemming-Train-Taktik. Es ist nicht die beliebteste Taktik, das ist mir schon bewusst. Aber es ist die einfachste Taktik, wie du dich zu Beginn auf den Karten jeweils zurechtfinden kannst. Eine Lemming-Train-Taktik bedeutet nichts anderes als, außer wir versuchen permanent für unser Team mehr Panzer hinzustellen als vom Gegnerteam. Es ist wieder diese Schachbrettfunktion. Ich sehe also, dass ein A20 vorfährt, ich sehe, dass eine Matilda vorfährt. Auf der Minimap ist zu sehen, dass fast unser ganzes Team sich nun in unsere Richtung dreht und deswegen versuchen wir auch mit unserem Team jetzt zu helfen. Vorne haben wir nochmal ein ELC. Können wir da noch einen Schuss setzen? Wir versuchen wirklich nur zu supporten. Dem ELC versuchen wir jetzt dem Panzer 4G zu helfen und so ergeben sich die Positionen auch. Ich fahre wirklich immer nur dorthin, wo mein Team Hilfe braucht. In der Mitte zwei Leute. ELC fährt mit mir mit. Das kann ich auf der Minimap auch perfekt sehen. Fährt ja parallel zu mir. Da haben wir den A20. Direkt verstecken. Was macht der ELC? Der schießt auch drauf. Und eigentlich geht es jetzt darum, die Ziele zu finden, wo mein Team auch drauf schießen kann. Als nächstes sehen wir schon, unser Team ist hinten gut aufgestellt. Auf der Minimap sehen wir einen T1 Heavy, der an uns vorbeifährt. Und ich weiß auch schon, dass gleich vorne eine 3-zu-3 Situation stattfindet. Nimm immer zuerst die One-Shots mit und dann fahre ich nämlich auch wieder genau die Wege. Auf der Minimap seht ihr, dass zwei Panzer vom Gegnerteam komplett umschlossen sind. Die wollen wir jetzt mal erstmal abschießen. Und die Fahrwege sind eben genau die Positionen, die wir brauchen, um da hinzufahren. Da haben wir zum Beispiel den Churchill, da gehe ich drauf, dass mein Team dort drauf schießen kann. Ihr seht im Minimap, wir sind im Dreieck aufgestellt darum. Hinter mir ist noch einer, das kann ich auch auf der Minimap ablesen, ohne dass ich nach hinten gucken muss. Und jetzt sehe ich, dass der Panzer 4D und T1 Heavy noch drauf raschen. Das Gefecht ist, glaube ich, eh schon fast gelaufen. Jetzt können wir den Panzer 4D eine schießen. Ich weiß, dass unser ELC drauf schießt. Das kann ich auch auf der Minimap ablesen. Der ELC wird ihn haben und ich kann weiterfahren zum T1 Heavy. Das sind also die einfachste oder das ist die einfachste Methode, wie du herausfindest, wohin muss ich jetzt eigentlich fahren. Das funktioniert zumindest in einem gut mobilen Heavy. Das kannst du übrigens auch mit der KF1S umsetzen oder in einem Medium. Und so ergeben sich meine Fahrwege.
Ich möchte darauf noch ein Stückchen näher eingehen. Ja, mir ist bewusst, dass diese Lemming-Train-Taktik nicht die allerbeliebteste ist. Aber es gibt dir eine Option, von Beginn an lange zu überleben, weil du die Minimap permanent im Überblick hast. Und es gibt dir die Option, viel Schaden zu schießen, weil du nie alleine dastehst, sofern sich deine Fahrwege anhand der Minikarte ergeben. Wir machen das Ganze noch einmal. Ich blende dir auch hier wieder die Karte in groß ein. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich möchte euch wirklich etwas näher bringen damit. Minimap schauen, wo ist eine Überlegenheit von unserem Team, und ich stelle mich dort dazu. Ich versuche durch meine Mobilität immer eine Überlegenheit darzustellen. Das heißt, ich fahre immer dorthin, wo mein Team ist. Trotzdem, zu Beginn will ich jetzt etwas spotten. Es kristallisiert sich ja raus, wo jeweils Mediums hinfahren, wo jeweils Heavies. Hier will ich einfach ein bisschen eine aggressive Position. Die Minimap zeigt uns, unser Team splittet sich. Wir haben einen Heavy, der die Heavy-Route fährt komplett. Und 5 Leute sind also auf unserer Seite. Das siehst du ja gut. Und deswegen bleibe ich erstmal bei diesen 5 Leuten. Die fahren ja auch sehr aggressiv vor. Ich fahre direkt mit. Da haben wir zum Beispiel eine Stuck, die rankommt. Ich sehe, dass unser AMX ELC das schon gut versucht zu machen. War hier an dem Busch ran. Er kann auf die Stuck schießen, das weiß ich. Ich kann auch auf die Stuck schießen. Und jetzt hoffe ich, dass mein Team weiter drauf schießen kann. Der ELC und der T-34 beide aggressiv nach vorne. Ich sehe auf der Minimap, dass der gegnerische T-34 auch gedrückt wird. Die Stuck ist hinterm Stein. ELC hat auch noch gut Hitpoints. Vor uns sehe ich jetzt plötzlich eine Su-85. Muss ich extrem aufpassen. Die tut richtig Aua. Und jetzt habe ich folgende Sache. 5 Leute von uns gegen 4 Leute von ihnen. Rüberfahren macht jetzt im Moment keinen Sinn. Aber ich muss dem AMX ELC und dem T-34 helfen, wenn die vorkommen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Die Su-85 fährt auch noch ran. Drüben sehe ich, dass unsere beiden Mediums gut Druck aufbauen. Ich versuche da irgendwie einen Schuss zu setzen, um zu helfen, damit wir dort drüben eine Übermacht haben. Die Su-85 ist nah bei mir. Und meine Positionen ergeben sich wirklich alle genau daraus. Ich weiß, anhand der Minimap, Panzer 4D kann draufschießen. Der andere Kollege, unser TD, ist ja auch noch hinter ihm. Und hier haben wir jetzt die Überlegenheit geschaffen und können weiterhin Druck aufbauen. Das ist die einfachste Taktik, die man wirklich in World of Tanks Blitz, ne, anwenden kann. So, ich weiß, dass der Stuck gleich rausgenommen wird vom ELC. Ich hoffe es zumindest. Hallo ELC. Und jetzt können wir noch einen M7 mitnehmen und auch das ist sofort wieder eine gewonnene Runde. Die Minimap zeigt mir, dass 2 Leute direkt neben mir stehen, also da drüben. Und die beiden können auch auf einen M7 schießen und auch dem können wir zusammen rausnehmen. Es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, auf die andere Seite rüber zu fahren, denn es wäre Folgendes passiert. Wenn ich jetzt weggefahren wäre, dann wäre auf dieser Seite ein Panzer weniger von uns gewesen und das gegnerische Team hätte plötzlich die Übermacht gehabt. Und das will ich nie zulassen in einem Medium. Ich fahre also immer dorthin, wo ich mein Team supporten kann. In dem Light ist das manchmal ein bisschen anders, aber Lights brauchen wir jetzt aktuell noch nicht ausführen. Wir wissen eh, dass der Kollege im Cap ist. Also muss ja da sein, es wird ja gerade gecapped. Dem können wir noch eine reinschleppern. Oh, knappes Ding. Hat aber geschossen, nächster Schuss gehört uns. Und hier können wir jetzt auch die Minimap außer Acht lassen. Die interessiert uns nicht mehr. Schöne 199er Schelle. Ich will unbedingt noch einen Schuss setzen. Ich will noch einen Schuss setzen. Aber mein Team kann ja auch drauf schießen. Hallo. Glück gehabt. Und dann haben wir auch diese Runde nochmal gewonnen. So. Gehen wir noch zu einer nächsten Runde. Damit ihr das nochmal besser sehen könnt. Warum das es noch komplizierter werden könnte. Vielleicht ergibt sich ein spannendes Gefecht. Ich bin nochmal Top-Tier, das ist sehr schön. Als Fünfer ist man ja sehr oft Top-Tier, muss man sagen. Top-Tier bedeutet übrigens immer noch das höchste Level. Und hier zum Beispiel auf dieser Karte gibt es eine gute Posi, die ich dir direkt zeigen kann. Übrigens, in der Kommentarbox findest du eine sogenannte Kartenkunde angepinkt. Dort sind Videos, die von uns abgedreht wurden. Und dort hat sich jemand, das ist ein CB-Spieler, die Zeit genommen, jede einzelne Karte im Detail zu erklären. Falls dir das hier nicht reicht, die Taktik, und du sagst, nein, ich würde gerne wissen, wie das im Detail funktioniert. Auch hier sehen wir Folgendes zu Beginn. Unser Team splittet sich in 2 Richtungen. Einige fahren auf die Heavy-Seite, andere auf die Medium-Seite. Ich erledige zuerst meinen Job hier, um zu spotten. Ich will erstmal wissen, wo sind die Gegner und wo muss ich dann hinfahren. Da haben wir zum Beispiel einen A20, den versuchen wir sofort einen Schuss zu drücken. Ich bleibe hier noch, ich weiß, dass mindestens 4 Leute hinter mir sind vom eigenen Team. Aber ich muss aufpassen, wenn ich jetzt rausgucke, es könnte wehtun. Die haben beide geschossen. So, aktuell kein Grund, die Position zu wechseln. Denn 4 Gegner vor mir und 3 Leute ganz nah bei mir, ein TD hinter mir. Das weiß ich alles nur anhand der Minimap.
Und deswegen ist es so wichtig, diese Minimap auch zu lesen. Und diese Runde gestaltet sich jetzt für mich einfach. Ich bin hold down, kann jetzt meinen Schaden einfach zusammenfahren. Den A20 will ich jetzt rausnehmen, das wäre nämlich wichtig. Den haben wir auch. Ich brauche mich immer noch nicht bewegen, mein Team immer noch konstant hinter mir. Ich möchte jetzt nicht alleine da gelassen werden, das wäre jetzt nicht so toll. Ich bewege mich immer ein bisschen nach vorne und nach hinten, um es den Gegnern ein Stückchen schwieriger zu machen. Mathilda steht oben drauf wie König der Löwen. Den wollen wir auch noch mitnehmen. Haben den auf Kette gesetzt. Vielleicht kann mein Team, was ja neben mir wäre, da auch noch drauf schießen. Jawohl, hat gut geklappt. Und jetzt müssen wir schauen. Drüben ist ein 2 gegen 2. Jetzt ein 4 gegen 2. Unser Panzer 4D und KV-1 fährt dran. Das heißt, mindestens 2 Panzer fehlen noch. Hier haben wir eine Sherman. AMX ELC fährt ja mit dran. Ich versuche trotzdem einigermaßen bei meinem Team zu bleiben. Auf der anderen Heavy-Seite haben wir jetzt schon eine Übermacht. Das siehst du auch auf der Minimap. Da haben wir ein 4 gegen 2. Und hier möchte ich jetzt Druck aufbauen. Das bietet sich nämlich gut an aktuell. Ah, M4 macht es nicht schlecht. Hat aber verschossen. Ich habe den nächsten Schuss. Hallo M4, wenn du Glück hast, bist du gleich raus. Na, wie sieht's aus? Jawohl. Und jetzt versuche ich sofort einfach noch mein Team zu supporten. Dieses Gefecht ist auch schon gelaufen. Hat gut funktioniert. Und die Minimap hat mir eigentlich diese Runde nur gezeigt, hey, ich brauche mich gar nicht bewegen. Es ist immer noch der ELC, der hier auf den Stritzwagen schießt. Das sieht man ja auch anhand der Minimap. Der Kollege bleibt halt oben drauf stehen. Der wird eh gleich rausgenommen, gehe ich schwer davon aus. Der ELC ist ja beim Cap. Wir müssen also gleich geladen sein. Und ich versuche hier weiterhin mein Team zu supporten. Stritzwagen hier oben. Hallo, Kollege. Den Schuss hätte ich mir jetzt nicht mehr geben müssen. Jetzt bin ich an der Flanke. Ich kann hier, glaube ich, durch die Häuser schießen. Nee, ich mach's gar nicht. Das ist einfacher und safer, das so zu tun. Und dann kann ich hier auch nochmal den Schaden abfahren. Ich glaube, wir machen nochmal eine Runde. Und so sollte sich wirklich die Frage klären, wo fahre ich hin? Du kriegst jede Runde, kriegst du eine neue Anleitung auf der Minimap eingezeichnet und dann fährst du dorthin, wo es deine Hilfe braucht. Und so ergeben sich die Fahrtwege zu Beginn. Das Spiel entscheidet sich nicht, wo du zu Beginn stehst. Das Spiel entscheidet sich, wie der Spielverlauf danach auch läuft. Und ich kann dir versichern, mit dem T34 kannst du das richtig gut üben, denn dieser Medium ist wirklich grundsolide. Jetzt haben wir hier eine neue Situation und spielen neu gegen Sechser. Und hier ist das Ganze noch viel, viel wichtiger als davor. Jetzt müssen wir genau schauen, weil jetzt haben wir noch die krassere Supporter-Rolle. Wir sind also Low-Tier. Auf dieser Map fahre ich gerne in diese Gegend, aber gar nicht so aggressiv. Denn ich will ja zu Beginn nur erstmal schauen, wo sind die Gegner. Woher soll ich von Anfang an wissen, wo ich hinfahren muss, wenn ich noch gar nicht weiß, wo die Gegner dann sind. Deswegen fahre ich hier so ein bisschen Hold-Down ran, versuche ein bisschen was zu spotten. Paar Infos zu sammeln, das würde ich gerne machen und danach geht es an Supporten. Unser Team, das siehst du gut auf der Minimap, splittet sich in beiden Seiten. Die Heavys fahren auf die eine Seite und die Mediums fahren die auf die andere Seite. Und mir ist aufgefallen, vor allem in den tiefen Stufen, dass die Leute immer dorthin fahren, wo sie gespawnt werden. Also, wenn sie links gespawnt werden, fahren sie nach links und wenn sie rechts gespawnt werden, nach rechts. Also darfst du dort nicht so viel drauf geben. Das ist tatsächlich so. Also, muss aufpassen. Unser Team ist gesplittet. Zwei Gegner bereits auf unserer Seite. Auf der anderen Seite, siehst du auch auf der Minimap, noch niemand aufgeklärt worden. Können wir hier vielleicht einen günstigen Schuss setzen? Nein, doch nicht. Jetzt können wir hier von der Seite helfen. Ich sehe es ja, dass sich unser VK frontal mit dem Stritzwagen anlegt. Nicht nur er, sondern der Kollege auch noch. Ich versuche hier wirklich nur zu helfen. Hier komme ich gleich ran. Da einen Schuss setzen. Und jetzt haben wir hier eine Übermacht. Und mit mir zusammen, auch als Panzer, versuchen wir das Ganze hier nochmal aufzubauen. Und deswegen haben wir das schon gewonnen. So, jetzt müssen wir schauen, wo fahren wir jetzt hin. Rüber brauchen wir jetzt nicht fahren. Dort ist die Lage völlig ruhig. Der Gegner ist dort noch nicht gespottet. Also gehe ich jetzt wieder der Aufgabe nach, ein bisschen weiter vorne zu fahren, um die Gegner wieder aufzuklären. Das ist meine Aufgabe als Medium. Da haben wir einen T34. Da können wir einen Schuss setzen. Mein Team kann auch drauf schießen. Das Gegnerteam dieser Runde stellt sich nicht so klug an, um ehrlich zu sein. Ich meine, der bleibt einfach stehen. Das ist nicht klug. Da ist er weg. Crusader am Spawn AFK. Da brauchen wir keine AI schießen. Das Gefecht ist eh schon gewonnen. Ich kann den Crusader gut mitnehmen. Ich kann jetzt aber auch Schüsse setzen in der Mitte. Und egal, wo ich jetzt hingefahren wäre, es wäre irgendwie wie so richtig gewesen. Denn das Gegnerteam hat leider nicht wirklich gut zusammengearbeitet. Kriegen wir hier noch einen Schuss rein? Komm, ANG sei auf unserer Seite. Na, dann halt nicht. Und jetzt können wir nämlich anhand der Minimap auch abschätzen, wo der Letzte sein muss. Gut, dann nehmen wir halt sowas. Will auch nicht. Egal, wir lassen den einfach stehen. Der hat gar keinen Bock auf uns. Irgendwo muss ja noch ein M6 sein.
Und jetzt können wir ja nachgucken, wo sind unsere Leute überhaupt schon hingefahren, das weiß ich ja. Und wo waren sie noch nicht, denn der war nicht aufgeklärt. Also muss der irgendwo in dieser Region sein. Da haben wir ihn auch schon. Hallo M6, schön, dass du da bist. Du hättest auch deinem Team helfen können, vielleicht die Minimap auch ein bisschen größer machen. So, da haben wir einen Kollegen. Ist okay, wenn der mir eine reinschießt. Ich meine, er ist eh alleine gegen 5 Leuten von uns oder so. Nee, so komme ich gar nicht durch. Jetzt muss ich warten, bis mein Team ranfährt, ihn beschäftigt. Die fahren ja ran. Ihr seht, 2 kommen von seiner linken Seite, beziehungsweise von meiner rechten. Und dann kann ich sofort wieder Schaden machen. Wirklich, alle Daten kannst du dir anhand der Minimap holen. Die Minikarte hat einen sogenannten Raster. Diagonal wie auch vertikal. Darin hast du 36 Quadrate eingezeichnet. Jeder dieser Quadrate ist übrigens immer 100 Meter mal 100 Meter. Gut, ich glaube, man konnte das in einigen Runden gut zeigen, warum dass ich so fahre, wie ich fahre. Und das hätte auch komplett anders gehen können. Auch hier haben wir nochmal gut helfen können. Wobei die Gegnerteams jetzt in den Runden wirklich nicht allzu gut waren. Und was gibt es hier zu sagen? Ich sag's dir nochmal. Es gibt 2 Wege, wie du alles erlernen kannst. Weg Nummer 1 ist, du kennst jede Karte in- und auswendig. Du kennst jeden Schusskanal, jede Position, jede First-Spot-Aktion und so weiter und so fort. Aber das ist von dir als Anfänger noch gar nicht verlangt. Sondern die Taktik, die ich dir heute gezeigt habe, die gibt dir die Fahrwege selber, wenn du auf deine Minimap schaust. Du fährst immer dorthin, wo es bereits Leute hat, sodass du mehr Leute dorthin stellen kannst. Ich empfehle dir das genau mal so versuchen nachzumachen und wirklich penetrant auf diese Minikarte zu schauen. Und dann freue ich mich über deine Rückmeldung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lass einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.